method of madness, guerrilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blood art to your neck, a slingshot, silent gas, the last house. Why we the metaphors, we overmind, they back. Hey ho Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute ein Video über die Thematik des Final Fights in Naruto. Auf die Idee bin ich gekommen, weil Ruffy vor kurzem ein Video darüber gemacht hat. Viele von euch dürften es wohl schon gesehen haben. Und da gibt es eine Sache, die er, ja, denke ich mal, etwas falsch interpretiert hat oder sowas. Oder einfach nicht erwähnt hat, keine Ahnung. Für mich kam es jetzt wie eine falsche Interpretation über, aber ich möchte jetzt nicht vorurteilen und sowas. Deswegen, sorry an der Stelle, falls es irgendwie falsch rüberkommt so. Auf jeden Fall, möchte ich einmal über die Thematik reden, nämlich warum Sasuke Chidori Naruto nicht getroffen hatte, als er halt, ja, kurz davor war, eigentlich Naruto sozusagen damit umzubringen, so. Aber bevor ich mit dem Video anfange, möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass so lange von mir nichts kam. Mein psychischer Stress ist wieder ein Overload und alles und, ja, ist gerade etwas stressig alles und ich muss gerade etwas ruhiger kommen oder etwas runterkommen von dem ganzen Stress und, ja, ich habe jetzt wieder etwas mehr Zeit, Motivation und sowas gefunden. Ich hoffe jetzt, dass ich etwas aktiver sein kann, aber ich kann jetzt noch nicht versprechen, dass jetzt wieder täglich Videos kommen werden, aber ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Sorry dafür. Aber gut, kommen wir zum Thema. Nämlich in dem Video von Ruffy wurde irgendwie gesagt, oder hat er gesagt, dass, ja, Naruto auf sein Stirnband geschaut hatte, der Welt von Konoha irgendwie da in den Rauf geblüht ist, er dann Sasuke angeguckt hat und Sasuke davon halt irgendwie geschockt war oder überrascht war und deswegen irgendwie verfehlt hat oder sowas. Also so grob gesagt, und das stimmt so eigentlich nicht, weil da ist eine komplett andere Interpretation hinter oder eine andere Intention hinter. Nämlich wird da wieder auf das Sharingan angespielt, so über den Nachteil des Sharingans, was wir früher auch immer hatten und alles. Weil Sasuke war schon die ganze Zeit komplett am Arsch, er war komplett out of Chakra, also er war nicht komplett out of Chakra, aber er war auf jeden Fall out of Chakra so, konnte nicht mehr viel machen und so, hatte wenig Energie noch übrig, aber hat seine Energie noch gerade so gesammelt, um das Sharingan zu aktivieren und das Chidori zu benutzen und wir wissen ja von früher noch, wie viel Chakra das Chidori und das Sharingan aufsaugt, ne, das wurde uns ja in Classic oft genug irgendwie erzählt und alles. Und Sasuke Sharingan war halt schon deaktiviert, so weit geschwächt war er schon, dass er es halt wieder aktivieren musste extra und das dann nicht mehr zum Mangekyo, sondern zum normalen Sharingan. Daran erkennen wir auch wieder, dass er wirklich wenig Chakra hat. Und in dem Moment, wo Naruto halt zu Sasuke geguckt hat, ist wohl das Chakra wieder runtergegangen, sag ich mal, oder leer gegangen oder so. Und ja, er hat das halt einfach aufgebraucht, er kann es nicht mehr richtig nutzen und konnte deswegen nicht irgendwie das Chakra des Chidoris und des Sharingans gleichzeitig nutzen. Und der Grund, warum er dann verfehlt hat, war halt eben, weil das Sharingan ausgegangen ist. Weil, wie wir es von Kakashi beigebracht bekommen haben, das Chidori sollte man nur in Nutzung mit dem Sharingan benutzen, weil du sonst, ja, zu frei offen bist und man deine Attacke leicht ausweichen kann und so, weil du halt diesen Tunnelblick, sag ich mal, hast, so diesen Tunnelblick-Effekt. Weil es war halt so immer das Problem, dass Chidori an sich kannst du halt immer noch zielen, du kannst halt immer noch deinen Gegner angreifen und alles, aber du kannst nicht irgendwie damit richtig predikten, ob dein Gegner irgendwie ausweicht und sowas und greifst einfach nur gerade straight nach vorne an, ohne den Gegner dann zu treffen, weil der Gegner kann dann locker ausweichen und dir eins aufs Maul geben, so gefühlt. Und das war genau das, was Naruto in dem Moment gemacht hat. Naruto hat die perfekte Chance genutzt, hat gemerkt, yo, Sasuke Sharingan ist aus, hat sich vielleicht daran erinnert, dass das Chidori so eine Downside hat und hat diese Chance wirklich perfekt genutzt, um den Chidori auszuweichen und Sasuke den Kinnhaken zu geben, weil Sasuke ohne den Sharingan halt nicht drauf vorbereitet ist und selbst wenn er drauf vorbereitet wäre, er das hätte nicht abwehren können oder sowas. Weil das ist halt, wie gesagt, die Downside des Chidoris, wenn man keinen Sharingan hat. Das war halt genau das Problem, was, ja, Kakashi uns immer gesagt hatte, so, was uns halt die ganze beigebracht wurde, weshalb man das Chidori nur mit den Sharingan nutzen sollte. Und ja, das wollte ich einfach mal in die Köpfe von allen reinbringen, weil bevor man da irgendwie auf falsche Gedanken kommt, dass es irgendwie einen anderen Grund hat oder sowas, oder das als unlogisch empfindet oder sowas, das ist der Grund, warum der Chidori einfach nicht getroffen hat. Wäre aber auch interessant gewesen, wenn der Chidori getroffen hätte, aber das zeigt halt nochmal, wie krass eigentlich die gekämpft haben, dass der Chakra wirklich so hart leer ist, dass der Sharingan nur für ein paar Sekunden wieder offen bleibt und alles. War auf jeden Fall sweet der Moment, war alles richtig schön, das zu sehen, der Final Fight, ich liebe ihn über alles. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit der Aufklärung etwas weiterhelfen. Ich hoffe, ja, ihr wusstet davon noch nicht so sehr und ich konnte euch damit aufklären. Falls ihr davon schon wusstet, dann sorry, dass das Video vielleicht nicht allzu viel gebracht hat. Aber ja, ich wollte es einfach mal für die bringen, die sich da unsicher sind oder sowas. Von daher war es das mit dem Video an der Stelle und ich verabschiede mich mal hinaus. Wieder mehr.